Hallo Leute, heute ist der 5. April. Heute passiert gar nicht viel. Ich habe jetzt erstmal Hunger und muss mir was zu essen machen. Danach muss ich noch ein bisschen Zeug bestellen, was ich morgen und übermorgen brauche. Und dann fahre ich gleich nochmal nach dem kaputten Notebook gucken. Und ansonsten werde ich heute ein bisschen viel entspannen, weil die letzten 3 Tage waren halt einfach anstrengend. Aber jetzt habe ich erstmal Hunger. Ich weiß, total gesund. Aber ich hatte gestern schon Döner, da sind Vitamine drin. Das muss reichen für diese Woche. Heute Morgen habe ich mit Julia über Spitznamen geredet. Und dabei ist uns aufgefallen, dass sowohl sie als auch meine Schwester jeweils einen Spitznamen haben. Bei denen werden die beide immer gerufen, angesprochen. Und bei beiden ist es so, dass sie es eigenartig finden, wenn sie mit ihrem tatsächlichen Namen angesprochen werden, weil sie dann immer das Gefühl haben, irgendwas ausgefressen zu haben. Das hat mich auf den Gedanken gebracht, dass Eltern ja häufig ihren Kindern einen Namen nur deswegen aussuchen, damit sie einen Namen haben, mit dem sie dann hinter das Kind rufen können, wenn sie es irgendwie maßregeln wollen. Natürlich ist das nicht der Gedanke, den die Eltern dann haben, aber letztendlich ist es genau das, was passiert. Also man sucht sich in einem langen, unheimlich komplizierten Prozess einen Namen für sein Kind aus, um ihn dann letztendlich hinterher nur noch zu benutzen, um das Kind zu rufen, wenn es Mist gebaut hat. Und dann frage ich mich, wie machen das eigentlich Eltern, die ihrem Kind schon einen sehr kurzen Namen geben, ne? Also zum Beispiel Ben. Und wenn das Kind jetzt nicht eigentlich Benjamin heißt, sondern tatsächlich Ben heißt, also die Kurzform, dann ist es ja schwierig, das Kind zu rufen, wenn es das ausgefressen hat, weil man, ne? Die Kinder kriegen ja dann keinen Spitznamen. Man verkürzt es ja nicht und sagt dann einfach, ach B, wenn es was Liebes gemacht hat, und sagt dann Ben, wenn es was Böses gemacht hat. Also wäre es doch sinnvoll, dass man Kindern, die kurzen Namen haben, einen zweiten Namen gibt, damit man einen Namen hat, den man dann rufen kann. Dann habe ich halt überlegt, welchen Namen ich meinem Kind geben würde. Und ich fand eigentlich, dass so der optimale zweite Name zum Ausschimpfen wäre dann zum Beispiel Ben Lucifer Hieronymus. Und dann kann man das Kind rufen und sagen, hey, Ben Lucifer Hieronymus, komm sofort her. Und das fand ich irgendwie witzig. Und dann habe ich mich gerade gefragt, ob der Ben Jaworski eigentlich auch einen zweiten Namen hat und der vielleicht Lucifer ist oder so von seiner Mutter gerufen wird, wenn er Mist gebaut hat. Das ist irgendwie ein dumm, ein lustiger Gedanke. Heute ist echt so ein Tag, wo nicht viel passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin auch sehr froh drum. Ich habe jetzt gerade noch ein kaputtes Notebook abgeholt. Was heißt kaputt? Da ist einfach nur Windows irgendwie Fritte. Und ich überlege gerade, ob da dasselbe passiert ist, was dem Stefan von Heirat TV gerade passiert ist. Und ich werde das jetzt genauso lösen, wie er es gelöst hat, und es einfach neu installieren, weil irgendwie finde ich da auch nicht mehr richtig einen sinnvollen Rest vom Betriebssystem, den man irgendwie reparieren könnte. Ja, das werde ich jetzt nachher noch machen und ansonsten werde ich jetzt gleich noch so ein paar Kommentare beantworten unter den Videos und dann werde ich mich irgendwann mit einem Kinderbier auf den Balkon setzen und noch ein bisschen frische Luft tanken oder so. Deswegen sage ich euch an der Stelle jetzt schon mal einen schönen Abend. Macht's gut, bis morgen.